Yassou und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem Let's Play Together Projekt mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin heute nicht alleine. Ich spiele Total War Rome 2 mit den Athenern zusammen und Mr. Merp. Ich grüße. Ja, servus. Ja, ein Let's Play Together wäre auch schwierig alleine, ne? Das wäre natürlich etwas langweilig wahrscheinlich insofern. Aber wir haben uns gedacht, wir spielen zwei Fraktionen, die relativ nah beieinander liegen, die eine historische Beziehung zueinander haben. Die Erneuerung des Bündnisses, sagen damals noch der Hellenenbund, der mit den Perser, der zusammen die Perser abwehrte, mit einigen kleineren weiteren Städten, Athen und Sparta, ja, ansonsten eigentlich eher so tief verbündet untereinander. Ja. Aber vielleicht ist ja jetzt die Zeit gekommen, in dieser Zeit des Krieges 272 nach Christus, wir müssen wieder die Hellenen untereinander vereinen, wir müssen wieder zusammen die feindlichen Mächte von außen abwehren. Und das wird unsere Aufgabe sein, denke ich mal. Bin ich voll dabei. Wir haben uns auch schon ein paar Fraktionen ausgesucht, wer von uns beiden was machen wird. Ne? Du machst ja eindeutig, so wie es aussieht, die Schifffahrt und ich den Landkampf. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, genau. Also es ist schon von uns quasi so ein bisschen so durchdacht, wer von uns hier was macht. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir beide gegen die ganze Welt. Ne? Mal gucken. Ja, das wird so wahrscheinlich kommen. Ne? Und wir haben ja, müssen wir aber auch sagen, wir haben ja auch beide relativ starke Landeinheiten. Ne? Also defensiv. Wir sind beide bei der Schifffahrt. Wir sind auch beide bei der Schifffahrt gut. Also tatsächlich lehrt uns ja die Geschichte, dass Sparta, das wissen vielleicht nicht alle, aber Sparta hat ja sogar mal die Seehoheit über Athen errungen im Peloponnesischen Krieg. Ne? Dieser lange Krieg 431 bis 404 vor Christus. Aber das werden wir im Verlauf der Kampagne noch ausführlich besprechen. Bevor jetzt schon wieder die Leute anfangen zu sagen, jetzt fangt doch endlich mal an und labert nicht so lange, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal die Kampagne an. Ne? Genau, also klicken wir. Bitte? Klicken wir dann rein oder? Ich würde sagen, ich klicke jetzt einfach auf Kampagne starten und dann geht's in 5 Sekunden los. Ne? Sehr gut. Da kommt eh nochmal eine Einführung von diesem komischen, diese Labertasche da, diesem komischen Berater, dem sowieso keiner zuhören will. Du, ich weiß gar nicht, ob die im Multiplayer kommt. Stimmt. Mir zu lange her, dass ich einen Multiplayer gespielt habe in dem Spiel. Bei mir auch. Ich hoffe vor allen Dingen, dass das jetzt ein Multiplayer ist, den wir erfolgreich zu Ende führen. Ne? Ja, mein letzter, der hat ja wegen einem reproduzierbaren Bug, war das eine Sackgasse, kam ich nicht mehr raus mit meinem Kumpel damals. Ich habe das hier bei dem Spiel auch tatsächlich häufig gehabt, dass es irgendwann angefangen hat zu buggen. Aber solange werden wir hier auf jeden Fall Spaß haben. Und bis das der Bug uns scheidet. Ja, was setzen wir uns denn so als Mission? Also wir spielen auch sehr schwer übrigens, falls es hier irgendwelche Fragen gibt. Ne? Also ich würde sagen, Hellas sollten wir kontrollieren. Ne? Wollte ich gerade vorschlagen. Also ich würde einfach sagen, wir überzeugen sehr, sehr eindeutig jetzt hier mal Epirus davon, dass es ganz toll ist, dass sie uns ihre Städte geben. Das ist eine gute Idee. Ich meine es ja, dass du mit Sparta tatsächlich mit einer kleinen Stadt musst. Dass wir ohne Hafen vor allen Dingen, ne? Ja, also das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Weil das ist, gerade die Spartaner haben eigentlich sogar noch mehr Wasser um sich rum als die Athener. Es macht eigentlich schon Sinn, dass die damals mal die Athener im Seekrieg schlagen konnten, wenn man bedenkt, also dass die ja auch garantiert jetzt nicht nur mit dem Fuß ins Wasser gehen und sagen, kalt. Abgesehen davon war es auch eine sehr bevölkerungsreiche Stadt, die zur Zeit des Peloponnesischen Krieges auch... Ach, ich bin ja dran. Ups, Entschuldigung. Ja, genau, du bist dran. zur Zeit des Peloponnesischen Krieges nicht nur die größte Bevölkerung, sondern auch flächenmäßig am größten gewesen ist. Ne? Also Sparta war sehr weit ausgedehnt tatsächlich. Ne? Das war schon so die Polis, vor der die anderen Angst hatten. Ja, wir sollten jetzt erstmal überlegen, wie wir unseren Krieg gegen die gegen Epirus, also gegen den Pyrrhus hier ins Werke setzen. Ne? Der hat ja noch ein paar Einheiten in Apollonia stehen. Ich stelle dir da natürlich gerne meine Truppen zur Verfügung. Das Ding ist ja, ich würde sagen, wir schauen erstmal,
dass du hier Richtung Larissa Apollonia expandierst. Mhm. Dir da erstmal die Provinz sicherst, damit wir da keinen größeren Kriegsgegner dann erstmal mehr haben. Und dann wäre es super, super lieb von dir, wenn du mir dann auch noch ein bisschen bei meiner Expansion helfen würdest. Bis dahin bin ich erstmal ganz in dir zu Diensten. Okay, das nehme ich doch gerne an, das können wir gerne machen. Dann würde ich ja mal sagen, ich stelle mich jetzt erstmal hier auf und rekrutiere nochmal ein paar Truppen. Das ist sicherlich eine gute Sache. Geld dürfte auf jeden Fall reichen, um hier nochmal ein paar Männer hier reinzupacken. Was denn? Ja, das muss eigentlich reichen. Und ich mache das eigentlich immer ganz, ganz gerne, dass ich am Anfang dann weitgehend die Armeen erstmal zusammenlege. Ja, noch mehr Geld. Kann ich dann nochmal einen machen? Ja, einer geht noch. Okay, ich mache jetzt erstmal hier 3 Wurfspeere noch dazu und einmal einen Hopliten. Die Schiffe kommen erstmal in den Hafen, weil ich möchte die Flotte parallel dazu auch ein bisschen. Toll. Weißt du, was total fail ist? Wenn du mit den Athenern anfängst, hast du, wenn du eine neue Schiffseinheit baust, hast du da gleich 2 Silberabzeichen. Die Anfangseinheiten haben keine. Ist ja geil, ne? Ach Gott, ja. Ja, mach das dann gleich mal so. Die werden gleich mal ausgetauscht. So, einfach mal 1:1 ausgetauscht. Und damit bauen wir noch hier in der Stadt eine Kleinigkeit. Ja, da muss jetzt natürlich ein Tempel her. Ja, ich muss einen Tempel bauen. Gut, ich bin dann soweit. Und du kannst... Nee, warte mal, wenn ich schiffe. Wie wär's denn, wenn du mit deinen Jungs die Streiter der Nike... Wenn die ein bisschen weiter Richtung... Obwohl, warte mal. Ja, doch, lauf doch mal ein bisschen weiter Richtung Grenze vor und mach noch was mit deinem Spion. Den Spion. Ja, ist recht. Scouten. Entschuldigung. Ich komme auch direkt hinterher und gebe dir da passieren. Rückendeckung. Ne? Nee, du hast recht. Du hast absolut recht. Wir machen das so und so und so und so. Dann haben wir jetzt dieselben Einheiten für die nächste Runde. Und der Spion, da können wir schon mal vorgehen. Kannst du in Richtung Apollonia schicken? Ich habe ja auch noch einen Spion. Ansonsten. Ich vergesse diese Spione bloß meistens immer so, weil irgendwie, also klar, sie bieten einen Sichtvorteil, aber sie sind einfach meistens, insbesondere am Anfang, zu teuer in der Anwendung. Ja. So, dann würde ich mal sagen, wäre ich soweit und übergebe. Cool. Hey, ich bin dran. Super. Cool. Ja, ist ja weit weitergegangen, ne? Jetzt hängt es bei den Spartanern, oh mein Gott. Ja, ja. Die Sache fällt auf die Spartaner zurück, ne? Dieser berühmte römische dieser berühmte römische Ausdruck. Witzig ist, jetzt sehe ich den Spion von den anderen gar nicht mehr. Lol. Na, der steht da aber noch. Ja. Er hat sich ja nicht wegbewegt. Wahrscheinlich findest du ihn auch einfach, wenn du da hingehst. Ich kann nur 2 Armeen und eine Flotte aufstellen. Eine Flotte kann ich nicht aufstellen, weil ich einen General habe, dann machen wir doch bitte mal gerade Folgendes. Ich muss den hier ersetzen durch den Nikon, okay. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht, wenn man das anders. Muss mir in der ersten Schlacht, in der wir schlagen, da musst du mir helfen, einen General umzubringen. Deinen eigenen? Ja, einen von der Gegenseite. Ach so, du willst einen innenpolitischen Twist gleich mal lösen. Jo, so ist es. Ich verstehe. Will ich nur Einheiten rekrutieren? Ich mache so wenig Geld eigentlich nicht. Aber du kommst doch bestimmt klar, wenn ich dich hier mit meinen spartanischen Hopliten und den periökischen Hopliten hier unterstütze, ne? Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass ich Larissa wahrscheinlich im Alleingang easygoing nehme, weil das Problem ist, ich bin ja vor dir dran. Das heißt, ja, ich müsste dann quasi nochmal eine Runde warten. In der Zeit kommt dann wahrscheinlich was nach. Aber im Zweifelsfall belagerst du den und ja, wenn du dich dazustellst, traut sich wahrscheinlich... Warte mal, wir brauchen eh jetzt nochmal noch ein Bündnis. Du musst mich, glaube ich, noch anquatschen. Nee, das brauchen wir nicht. Wir sind von Anfang an verbündet. Ah, weil es ein Kooperationsspiel ist. Genau, ist ja. So lange ist her das bei mir. Das ist doch ein Bündnis, das kannst du... Ich glaube nicht, dass du das aufkündigen kannst. Hm.
Also, es ist so lang her, dass ich nicht mal mehr wusste, dass da heißes Öl aus den Ohren kommen kann. Um diesen kleinen Side-Twist mal oder diesen kleinen Seitenhieb an mich selber zu geben. Was will ich denn sabotieren? Will ich die Siedlung auskundschaften? Ah, nee, die haben ja jetzt hier neue Missionen, ne? Komm, ich versuche mal die Versorgung zu sabotieren für 40. Schade, hat nicht geklappt, wer hätte es gedacht. Ja, klappt ja meistens nicht. Ja. Hier klappt nie irgendein Mist. Okay. Armeeverstärkungsrate, Nahrung. Nahrung, wie hoch ist meine öffentliche Ordnung? Minus 4, ist ja Fantastico. Ja, deswegen habe ich bei mir ja gleich einen Tempel jetzt hier in Auftrag gegeben, um die öffentliche Ordnung gleich völlig zum Teufel gehen zu lassen. Und das wird gleich noch umso lustiger, wenn ich da was angreife. Wobei, das stimmt gar nicht. Das ist ein eigenständiges Gebiet. Larissa und Apollonia. Wobei wir uns überlegen könnten, ob nicht vielleicht doch lieber du das mit Larissa und Apollonia und Pella machst, weil das wäre dann ein zusammenhängendes Gebiet. Ja klar, also ich meine so oder so für uns. Ach so, ja. Warte Der mal. Hunger nach einer Stadt. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann hättest du ja Ja. eine komplette Provinz für dich. Und du nimmst dann hier Rapydna oder wie? Warte mal, hier, wo ist denn das Das ist nochmal? südlich von uns auf Ja, der genau. Kreta. Also dann genau. Und ich bin ja sowieso flexibler auf dem Meer. Wenn das für dich okay ist. Also für mich wäre es okay. Dann gehe ich jetzt einfach nur hin und verdresche jetzt einfach mal hier den Schrecken des Phobos außerhalb. Dann Nicht sind die. vergessen, er hat eine Garnisonsarmee drin, ne? Ja, damit komme ich, glaube Das ich. sind 6 Einheiten, die der da drin hat, und dann hat er noch 4, das sind 10 Stück, ne? Ist gerade eben, der hat Stell da. dich ansonsten Ja, stimmt, das sind doch vorne einige. Der hat dran. da. Oh Gott, ist ja. Das ist gar viel mehr als in Hannibal at the Gates, was die hier haben. Also stell dich vorne dran. Zu euren Ich stelle mich Diensten. jetzt einfach daneben. Und du So, dass kannst dann du angreifen. unterstützen kannst, wenn ich dann angreife, ne? Genau, so, bin Der da. Pfad ist versperrt. Pi. Dann bin Wie ich mal kann ich überlegen, euch kann ich da dienlich irgendwas sein? sabotieren hier noch? Siedlungssabotage, Auskundschaften. Klingt ja nix. Ist insofern nicht so verkehrt, weil du natürlich gucken kannst, wo Ich sein anderer finde General Gefahr. ist, ne? Aha, guck, siehst du, da oben, Meine Verteidiger Hand des ist es Olymps, da geschickt. stehen sie im Gewaltmarsch oben. Witzig. Und wo war das? Ah ja, da oben, cool. Ja, aber es hat auf jeden Fall mal geklappt und der Rang wurde Wie erhöht. kann ich euch dienlich sein? Es ist selten, dass es auf Anhieb klappt. Was nimmst denn du da normalerweise immer? Also ich nehme normalerweise immer den Beobachter, weil es ist halt ein Spion. Ich nehme. Kann ich gerade vielleicht sagen, weil ich es nicht vor mir sehe. Ich muss mal gerade raustappen. Ja, nee, passt schon. Also wie gesagt, ich kann's ja, können wir auch ein anderes Mal noch besprechen. Jo, Oder wenn deiner sure. ein Level-Up hat. Also ich nehme den halt wegen dem Sichtfeld für Begleitarmee, Sichtfeld basierend auf seiner eigenen List und Chance das Vorausfahren von feindlichen Hinterhalten, weil ich packe den dann normalerweise dann irgendwann mal in quasi in eine Armee rein, weißt Ah, ich sag, ich kann dir sagen, was ich mit dem mache. Ich skill den auf jeden Fall so, dass der nachher dieses Attentat kann, weil die Spione bei mir eigentlich nichts anderes machen, als andere Agenten ab. Brauche aber auch Geheimaktion plus, ne? Ach komm, da mache ich mal was anderes. Ich nehme mal Dieb. So. Nee, wobei es ist Hingabe, was er braucht. Hingabe braucht er nachher. Zu spät. Ja, ist egal. Also, Dieb ist auch nicht verkehrt. Hab mich schon Und was du auch verkühlt. machen kannst, was sehr mächtig ist, ist dieses Nahrung stehlen. Das glaube ich. Das könnte man zum Beispiel Wir brauchen überlegen. Das mehr werde ich, glaube ich, Schiffe. mal gleich mit meinem Spion machen. Ich laufe mal nach Apollonia und stelle dann meinen Spion da auf. Dann klaut er dem nämlich Nahrung. Das ist sehr, sehr mächtig. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwo noch ein Knossos. Ja, Knossos mag mich. Das wird sich bald ändern. Makedonien ist tatsächlich ein Klientelkönigtum von mir. Nee, umgekehrt. Ach so. Toll. Scheiße. Aber warte noch, lass mich noch mein Defensivbündnis mit den Makedonen aufkündigen. Ja, ist okay. Ich beende meine Runde jetzt an der Stelle und stehe jetzt einfach hier daneben. Du weißt, da gab es mal so einen Typen, der hieß Alexander der Große. Der hat diese ganzen griechischen Polis unterworfen. Ja, stimmt. Eieiei. Ich dachte, den hätten sie vergiftet.
belagern den jetzt gerade einmal. So, und welchen General willst du töten? Den du jetzt dabei hast, oder? Den Galenos, den töte ich gleich. So. Die Tante. Kriege ich jetzt hoch nach Apollonia. Kann die nächste Runde. Oder kann die gleich nach dieser Schlacht. Warte mal, das hier brechen wir übrigens mal ab. Dann kann die nach dieser Schlacht nämlich hier Nahrung klauen. So, ich greife jetzt an. Zu irgendeinem Grund hilfst du mir nicht. Nee, ich bin irgendwie nicht. Achso, warte, du musst es erst bestätigen, dass du da mitmachst. Nee, ich sehe es gar nicht. Ja, jetzt. Warte mal, ich kann aber nur zusehen. Du kannst es auch ablehnen. Nein, ich kann nur zusehen. Ich kann gar nicht mitkämpfen. Ich bin mit denen nicht im Krieg. Ah, okay. Doof. Dann mach's nicht. Dann, warte. Ja doch, dann ist okay. Dann warte. Wir schaffen den auch so. Dann machen wir das jetzt so zu zweit. Okay, ich sehe jetzt einfach zu, dem nachher, ne? Den Krieg. Dann erklärst du ihm einfach gleich den Krieg. Also, du wie machst du das? Ah, warte, stopp, halt, Moment. Ah, stopp. Nee. Jetzt kann ich das nicht mehr abbrechen, ne? Warte mal. Nee, kann sie nicht. Warte. Sekunde. Ah, vergiss es. Also, ich habe glaube ich schon geklickt, ne? Ja, komm, dann machst du es halt einfach. Kack-Noobs, ne? Egal, mach irgendwie. Du kannst du das. Ich kann eh nur zusehen. Dann geh auf Zusehen. Ich ruf dich gleich mit in den Krieg rein. Okay, gegen gut. Epirus, ja? Ich habe halt echt gedacht, wenn du denen jetzt den Krieg erklärst, dass es dann automatisch bei mir so eine Meldung kommt. Nee, ich war schon von Anfang an mit denen im Krieg, aber ich wusste nicht, dass du gar nicht mit denen. Ach so. Ja, das sehe ich natürlich nicht. Aber wir gucken gleich nochmal. Also, ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange noch. So, wo kommt mein Verbündeter? Der kommt da ganz hinten. Okay. Wir sind auch solche Profis, ne? Ich bin der ultimative Profi vor allen Dingen. Also wenn Profi ein anderes Wort für total talentbefreiter Idiot ist. Ja, aber ich hätte ja auch drauf kommen können, ey. Ja, ne, so ist es halt manchmal. Warte mal, hat der Kaffee? Sagen. Jetzt mal bitte Billig-Hopliten-Einheit hier. Da seht ihr mal, wie spontan wir hier losgelegt haben. Nicht mal geguckt, wer mit wem im Krieg ist. Pass auf, ich gebe dir mal gerade die Einheiten hier. Ah, cool. Welche sind das? Die da hinten? Alles klar. Und mein Vorschlag ist, du bewegst dich erstmal so ein bisschen langsam hier hin. Ja, ich sehe es, ja. Aber beeil dich mal nur nicht, wir warten auf unseren Verstärkungsgeneral. Mhm. Und wenn ich dann hier auf das Center vorpushe und die da in den Nahkampf verwickle, dann kannst du mit deinen Einheiten dann weitersetzen zum Push. Ja, ich marschiere jetzt einfach läppisch. Ja, ich stelle dich mal so ein bisschen langsam vorne dran. Das ist nur noch eine Hoplitenbürgerwehr, die mir jetzt da so entgegenkommt. Ja, lass mal gucken, wer da überhaupt so aufstellen will, der Django. Finde ich aber cool. Mach mal dreifache Geschwindigkeit an, dann geht's ein bisschen schneller. Ah, der kommt übrigens, guck mal, hier hinten kommt die Verstärkungsarmee. Sollen wir die abfangen? Die kommt bei mir, ja. Warte mal kurz. Sollen wir mal versuchen, die abzufangen? Das wäre eine Idee, weil dann sind die vielleicht gleich ziemlich gefipst. Komm, dann fangen wir die mal ab. Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl. Der Kämpfer bereit. Wie kommen die denn? Okay, gerade haben wir keine Sicht mehr drauf, aber die finden wir wieder. Dann kümmern wir uns um Problem 1, um uns dann um Problem 2 zu kümmern. Ja. Boah, meine Einheiten sind so langsam, ne? Ey, was du meinst. Was ist das hier? Oh, das ist Kavallerie. Doppelte Geschwindigkeit. Ja, wobei der keinen Stich gegen deine Peltasten macht, ne? Wenn du es richtig anstellst. Ja, ich muss dann halt gleich die auch ein bisschen aufteilen und dann werfen mit einer Einheit tanken im Zweifelsfall. Der will hier, entweder hier durch. Ja, der will da durch. Oder hier durch. Eins von den beiden. Ich würde sagen, schick einfach mal einen Hopliten, um hier dicht zu machen. Ich renne schon. Also ich bin wirklich am Rennen, aber der... Sauber. Das wird aber gehen, das wird aber reichen. Genau. Ja, vielleicht lassen sie sich ja jetzt gleich verleiten, mich anzugreifen. Ich hab nämlich jetzt hier Range. Schießt! Schnell!
Warte mal, warum jetzt werf doch endlich, um Gottes Willen. Eine Ruhe, er hat die Rautenformation aktiviert. Nehmt euch hier nach. Periökische Hopliten! Hopliten! Deine Verlagerung! Dann reiben wir erstmal die Kavallerie auf. Mhm. Ja, nice. Da ist schon mal ganz gut was an Damage bei rumgekommen. Aus, ne? Schnell. Ja, läuft. Jetzt greift er dich hier an. Ich mach ihn mal von hinten dann nass. Lauf ihn mal in den Rücken. Also geht denn ruhig weiter. So, hab ihn. Cool. Keine Ahnung, was der jetzt da gerade eben veranstaltet. Er scheint sich selber nicht sicher zu sein, was er da will. Die Gegner in der Stadt denken sich wahrscheinlich auch, hey, Moment mal, die tun so, als ob sie jetzt die Stadt verteidigen. So. Schnell vorrücken! Rein zum Einsatz! Rein zum Einsatz! Die Wurfspeere macht von vorne original keinen Damage gegen mich. Ah, Achtung bei den Speerträgern, die sind gierig. Nimm die Speerträger unter Beschuss. Achtung, der kommt mit der Kafna ran. Ja, ich kümmere mich drum, keine Sorge. Ja, ja, sauber. Schieß mit deinen Speerträgern jetzt auf seine Speerträger. Mach ich schon die ganze Zeit, keine Sorge. Ah gut, weil nicht in Nahkampf gegen die gehen, der haut einfach mit seinen Einheiten ab und wir erwischen da nichts mehr. Heloten! Tschüss! Ich finde es gut, wenn meine Heloten jetzt endlich mal noch ein bisschen mehr werfen würden. Speere bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorbereit! Ich saug hier einfach mal noch seine Pieler auf. Seine Männer mal ein bisschen besser aufstellen, weil die stehen gerade total scheps. Dann werfen die auch nicht richtig. Ja, das ist so witzig mit den spartanischen Hopliden. Du verlierst halt einfach so keine Einheiten, ne? Ja, jetzt guck mal, jetzt kommen hier Geschosse an. Wollt jetzt hier tatsächlich dran vorbeischleichen? Speerträger! So, der hat keine Wurfspeere mehr. Ist jetzt inzwischen schon mitgenommen. Ja, schieß nochmal ruhig. Doppelte Geschwindigkeit! Hast du noch Speere zum Ich habe noch ein paar Wurfspeere, also zwei Einheiten haben noch. Na gut. Aber nicht mehr viele. Das ist eine brauchbare Sache. Dann versuch zu flankieren, geh mit den Speerwerfern so rum. Ja, ja. Hatte ich auch gerade eben vor. Ich wollte bloß erstmal gucken, was du tust. Nicht, dass ich da jetzt hier irgendwie rein murkse. Oh, geht mal ab. Ah, cool, er killt meinen General. Dann mal vorwärts. Ich muss jetzt halt irgendwie außen rum, ne? Das ist okay, das macht nichts. Ich greife ihn gleich von hier in die Flanke an und du kannst hier reinfeuern. Zu Befehl! Ja, Kommandant! Speerträger! Ja, genau, die sollen es da werfen. Der Seite macht bestimmt Spaß. Aber ist witzig, ne? Achso, ja, gegen Pikiniere machen die wirklich keinen Spaß. Hopliten! Speerinfanterie bereit! Speerträger! Schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Die Hopliten bleiben auch immer wieder so ganz fragwürdig stehen, ne? Ja, kannst glaube ich auch. Speerträger! Ich hab Feuer nur noch auf ihn hier. Ja, ja, alles drauf. Das schockt die dann meistens, wenn sie dann von allen Seiten gestürmt werden. Speerinfanterie zu eurem Dienst. Weil wenn diese Einheit weg ist, ja, brauchst jetzt nicht mehr draufballern, ne? Wenn diese Einheit aufgehört. Weg ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut für uns. Lass mal weiter gegen den. Schubst mal bitte an den Kiefen hier, das wäre sehr, sehr cool von dir.
Ich habe noch eine Einheit, die könnte vielleicht noch dreimal werfen oder so. Es gibt noch mal einen Charge von hinten. Jetzt wanken die immerhin schon mal und jetzt ist vorbei. Cool. Okay. Jetzt wird den Fliehenden noch mal freundlich auf die Schulter geklopft. Ah, du kennst schon wieder Stadt. Dann würde ich vorschlagen, warte mal, ich laufe jetzt wieder hier runter. Ich könnte mich jetzt hier nochmal aufteilen. Ja den, du kannst ja den Weg hier oben durchnehmen. Ja, ich sehe es, das sind ja bloß. Das ist ja bloß ein Mob. Vom Mob habe ich keinen Respekt. Shit, der flüchtet. Ich hoffe, der Typ ist hinüber. Komm, schieß nur mit den Schleuderern hinterher. Wo sind die? Nee, der, ich rede mit dem Gegner, der soll den General da killen. Achso, du willst, dass der General stirbt, ach Gott. Ja. Er gehört halt der gegnerischen Fraktion an und die haben mir schon so ein bisschen zu viel Generäle. Schade. Ja, sobald es dann halt eine Sezession gibt, hast du dann plötzlich nur das halbe Reich, ne? Ja, und ich habe keinen Bock, dass die so, also so jetzt am Anfang bist du ja geschützt, ne? Da kann dir ja nicht viel passieren, ne? Aber nicht lang. Das hält nicht lange an, ich kenne das. 10 Einheiten. Naja, müssen wir mal abwarten, ob der da gehimmelt ist. Ja, jetzt schießt er natürlich wieder der Eimer da. Vielleicht hätten wir den einen General diese Verstärkung mal komplett so in den Rachen werfen sollen. Oder er ist vielleicht sogar schon tot. Ist er vielleicht sogar schon tot, General? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Der kam ja als Verstärkung leider erst dazu, ne? Ja, okay. Oh Gott, das sind jetzt Pikniere. Schi. Muss ich ausmanövrieren. Schnell vorbereiten! Schnell! Piloten! Schnell! Doppelte Geschwindigkeit! Herreichei! Genau, greifen wir die Schleuderer an. Schnell vorrücken! Mach doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Ich gehe jetzt von hinten in die Piken rein. Doppelte Geschwindigkeit! Speerträger! Ja, der steht noch nicht in der Phalanx gegen mich. Bereit zum Einsatz! Jetzt steht er in der Phalanx gegen mich, aber wir haben ihn gleich. Der Steinschleuder ist. Ja, der ist weg. Sauber. Alles klar. Ich hab bloß gedacht, du willst sie vielleicht noch niederkämpfen. Alter, ey, der hat Kills gemacht, ne? 165, 122, 125. Das war schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja, das war cool. Der hat immerhin mit seinen 2 Mob-Einheiten hat er 6 Kills gemacht. Das ist, glaube ich, mehr als du in deinem ganzen Karthago-Let's Play. Ich glaube auch, ja. Die griechischen Mob-Typen sind halt besser, ne? Ein ehrenhafter Tod. Oh nein. Gute Nachrichten. Wir sind alle traurig. Wir schreiben auch alle was ins Kondolenzbuch. Oh Gott, ich habe die erste Imperiumsstufe. Jetzt kannst du nur abwärts gehen, ne? jetzt gibt's Sezession. Warte mal. Athen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Krieg beitreten gegen Epirus. Ich bin mir sicher, dass wir heute zu einer Harmonie finden, die den. Jetzt kann ich es auch annehmen. Dies ist mein Angebot. Hm. Spreche ich auch für ein stolzes. Ein Handelsvertrag habe ich schon mit dir. Ne? Okay, gut. Da wird bloß wahrscheinlich noch nicht so viel gehandelt. Ägypten findet mich cool. Sollen wir nicht einen Angriffspakt mit denen machen? Warum nicht? Am Anfang stören die uns gar nicht. Also die sind so weit weg. Ne? Vor allem das betrifft jetzt erstmal nur dich. Das hat sie beeindruckt, was du da gemacht hast in Larissa. Ne? Das war, die Augen der Welt waren auf Larissa gerichtet. Ja. Normalerweise interessiert es da keinen, was selbst wenn ein Sack Getreide umfällt. Ne? Aber heute war es ja, wichtig. Ja. So, Dele. Wie viele Einheiten nehmen wir denn da mit? Nochmal
3 Hopliten und nochmal eine Steinschleuderer-Einheit oder irgendwie sowas. Ganz okay, ne? Mhm. Was sind wir für ein Skill bei dir? Ich hätte ja gerne... Komm hier, du wirst ein Autoritätskommandant. Das ist ja ein Skill, den mag ich hier sehr gerne. Welcher, also wer ist es denn überhaupt? Passt auch zu den Spartanern mit der Autorität. Ich muss sie übrigens mal umbenennen. Die Giganten ist ein doofer Name. Ich nenne sie... wir nennen sie einfach nach dem legendären Kommandant, und da musst du mir jetzt verzeihen, der Athen platt gemacht hat. Kann ich mit leben. Die Gefährten Lysanders. Und damit meine ich jetzt nicht diesen komischen Händler aus Diablo 2, sondern damit meine ich den spartanischen Karl Lysander. Alles klar. Ja, ich werde meine Armeen wahrscheinlich erst dann umbenennen, wenn irgendwann mal was Besonderes mit ihnen passiert, wie zum Beispiel Karthagos Schande. Du erinnerst dich vielleicht? Ja, ich erinnere mich. Ja. Der hat übrigens, nur ganz kurz noch so zur Info für alle, die das interessiert oder auch nicht, in dem Fall sage ich es euch einfach trotzdem, der Lysander hat übrigens diese wichtige Schlacht bei Agios Potamoi gegen die Athener gewonnen. Und das war insofern wichtig, weil da tatsächlich bereits Sparta die Vorherrschaft auf See über die Athener hatte. Und dementsprechend konnten die Spartaner damit ihren Sieg endgültig festmachen. Soll ich noch eine Einheit Pikeniere mitnehmen? Pikeniere sind immer gut. Ja. Aber du, ich muss dich gerade darauf hinweisen, dass wir nach einer Runde... Ich bin gleich so weit. Keine Phalanx. Ne? Nehmen wir noch ein paar periökische Speere mit. Die sehen auch nicht so feier aus. 97 im Unterhalt. Ne? Ich glaube, das können wir uns noch gerade so leisten. Und dann ist... zu euren Diensten. Hier... Dann ist hier die Birne geschält. Okay, super. Dich wollte ich noch aufstellen, damit du Nahrung klaust. Und, der Dieb, ne? Ja, und jetzt hat er nämlich -2 Nahrung. Jetzt kriegt er nämlich Verschleiß auf seine Einheiten. Oh, cool. Ich mach das aber auch gleich noch, just for fun, in der nächsten Runde. Dann beenden wir doch unser Let's Play an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Ich sag Chairete und das Schlusswort jetzt überlasse ich dem Mr. Merp, meinem treuen Kommandanten, Gefährten. Der zugeschaut hat. Und ja. Aktiv mitgemacht hat. Ja, aktiv stimmt. Ja, dann kann ich eigentlich auch nur sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass wir jetzt zusammen spielen. Schön, dass ihr zuschaut, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.